Socken, ja, ich habe tatsächlich sogar Socken heute. Ich habe Tukan-Socken an. Kann man das sehen? Ja. Gut. War noch nie live, sagt da jemand. Ja, schön, dass du dabei bist. Geht gleich los, keine Sorge. Guten Abend aus Stadthagen. René und noch jemand sollen, glaube ich, gegrüßt werden. Chemnitz, liebe Grüße an Superjan. Machen wir Quiz Ramona. Sockcam muss her. Ja, unsere momentane Studiocam ist ja nur unsere Techcam. Und die ist nicht ganz so, die hat nicht so den guten Überblick, ne? Obwohl es natürlich schön ist, dass wir Christina jetzt so einen Blick ich sehe haben. Deine Socken zwischen meinen Ach so, hier. Grüße aus Görlitz. Liebe Grüße an Lena. Christina for President kam dann nochmal. Ja, wir leiten das in die Wege, keine Sorge. Liebe Grüße aus Weimar, sehe ich. Geht echt schnell heute. Liebe Grüße an die Mama Ulrike und an Patrick und an Franzi. Und Karlsruhe, ich kriege hier gar nichts mehr mit. Aber ich habe gar nicht mitbekommen, so viel zu den außer Will Smith kam hier im Chat nicht. Ahnung, aber der ist bester Film hat Coda bekommen. Coda? Ja, habe ich mitbekommen. Will Smith hat auch einen Oscar bekommen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist 20.15 Uhr und es ist Zeit für Quizduell live. Ich bin euer Host für den heutigen Abend und ihr habt sie schon gesehen, an der Technik sitzt unsere liebe Christina. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da. Genau, wir haben heute ein tolles Richtig- oder Falsch-Quiz für euch. Es sind also 50-50. Wir sagen einfach zwei Chancen, aber wir müssen uns ob richtig oder falsch sind. Deswegen könnt ihr natürlich euren Rettungsring benutzen. Die kriegt ihr auch weiterhin, indem ihr Freunde einladet, wenn wir gerade nicht live sind. Ansonsten schaut gerne mal bei unserem Instagram-Account vorbei. Heute gab es da auch ein bisschen Aufwärmen in unserer Story mit richtig oder falsch Aussagen. Ich glaube tatsächlich keine, die heute hier vorkommen, aber es schadet nicht, sich mal das anzugucken. Manchmal gibt es auch tolle Tipps oder Gewinnspiele. Wir haben heute einen Preispott von ganzen 300 Euro. Ich bin gespannt, wie viele gewinnen. Ihr schlagt euch ja immer relativ gut bei diesen 50-50-Quiz, deswegen. Ich will keine zu großen Versprechungen machen. Morgen haben wir um 20.15 Uhr unseren Fragenmix und sonst unser Sportquiz und morgen geht es um internationalen Fußball. Ansonsten haben wir Mittwoch ein Jahresquiz, da müsst ihr uns sagen, in welchen Jahren bestimmte Sachen stattgefunden haben. Und Donnerstag ist der 31. und deswegen ist da unser Monatsfinale. 12 Fragen, die alle im vergangenen Monat vorgekommen sind. Also wer von euch fleißig mitgespielt hat, schlägt sich besonders gut. Ansonsten könnt ihr es natürlich trotzdem schaffen. Genau, wir freuen uns sehr. Wir legen los mit Aussage, in dem Fall Nummer 1, und die lautet: Die Charaktere James Bond und Super Mario sind Geschwister. Ist das richtig oder falsch? Genau, wie gut kennt ihr euch aus in diesen verschiedenen, würde ich schon fast sagen, Universen? Denn Super Mario hat ja einen Bruder, aber ich glaube, wie heißt der nochmal, Christina? Luigi. James Bond und Mario sind tatsächlich nicht verwandt und deswegen ist diese Aussage falsch. Und das wussten auch, ich sehe es noch gar nicht, da, 13.498 von euch, sehr, sehr gut. Wir machen weiter mit Aussage Nummer 2, einer kleinen Musikfrage. Wird schon wieder der Vorschlag vom Jan Tower Quiz gemacht im Chat. Vielleicht, wenn Jan Geburtstag hat. Genau. Aussage Nummer 2, John Lennon war Mitglied. Ist das richtig oder falsch? Genau, wir haben das gerade schon diskutiert. Wir haben festgestellt, wir beide haben kein Lieblingsmitglied der Beatles, aber wir haben gedacht, vielleicht hat jemand von euch das ja. Also schreibt uns das gerne in den Chat. Oder sonst auch Lieblingslied. Ja, stimmt. Hm? Was ist dein Lieblings-Beatles-Lied? Weiß ich auch nicht, gibt es viele. Ich muss mal gleich gucken. Ich mag Here Comes the Sun ganz gerne, so ein Klassiker, ne? Genau, McCartney sehe ich hier viel. Genau, es ist natürlich Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney und John Lennon. Deswegen ist diese Aussage richtig. Ich glaube, Yesterday ist mein Lied. Ah, Yesterday, Klassiker. Richtig, das wussten auch fast 13.000 von euch. 649 sind hier raus. Setzt gerne euren Rettungsring ein und wir gehen weiter zu Aussage Nummer 3. Und die lautet wie folgt: Deutschland hat eine größere Fläche als Brasilien. Ist das richtig oder falsch? Genau, Yesterday kommt hier noch ein paar Mal im Chat. Imagine, ich muss erst mal hören, mir sind gerade nicht alle Lieder eingefallen. Das haben alle gesehen, jetzt habe ich mich entschieden. Ja, ihr habt Christina bei ihrer Entscheidung geholfen, lieber Chat. Buchempfehlung, der Prozess von Franz Kafka. Wie ist die, groß ist die Fläche von Deutschland, Christina? Die ist ungefähr 360.000.
Mensch, das hängt aber heute. Genau, deswegen ist die Aussage natürlich falsch. Sehr gut, haben wir auch nicht so viele verloren. Wir machen weiter mit Aussage Nummer 4 und davor haben wir einen Sound für euch. Aussage zu diesem Lied. Dieses Lied heißt Levels. Ist das richtig oder falsch? Und ich sehe hier auch den Namen von dem Künstler ganz häufig schon im Chat. Und möchtest du uns das einmal sagen, von wem ist dieses Lied, Christina? Natürlich von Avicii. Und verschiedene Kritikern als bester Song von Avicii bezeichnet. Und ich habe es hier auch schon ganz häufig im Chat gesehen. Die richtige Antwort ist natürlich, das Lied heißt Levels. Es ist richtig. Okay. Fast 3000. Setzt eure Rettungsringe ein, liebe Freunde. Wir machen weiter mit Aussage von euch wieder einsteigen. Aussage Nummer 5 kommt hier. Es leben mehr Menschen in Europa als in den USA. Richtig oder falsch? Genau, Europa ist natürlich nicht immer eindeutig definiert, aber ich würde sagen, ungefähr wie viele Leute leben da, Christina? Ungefähr 750 Millionen. Und in den USA leben wie viele? Da leben weniger. 331 Millionen. Weniger als die Hälfte und deswegen ist diese Aussage richtig. Oh, wow. Hat aber jemand hier Gravity, die richtige Zahl, bevor ich sie gesagt habe, reingeschrieben. Wow, Gravity, sehr gut. Ja, ja. Oh Gott, wir haben hier aber super viele verloren, fast 4000. Setzt eure Rettungsringe ein. Weiter geht's mit richtig oder falsch Aussage. Wir haben noch vielleicht Zeit für den Pfosten. Richtig oder falsch Aussage Nummer 6. Der Schweizer Währungscode ist CHF. Ist das richtig oder falsch? Da sagt jemand, der hat heute Geburtstag. Rafa, herzlichen Glückwunsch, Rafa. Hat immer jemand Geburtstag. Eine Freundin von mir hat heute auch Geburtstag, Alexandra. Ich glaube nicht, dass sie gerade spielt, aber ne? Alles Gute. genau, es sind, wie heißt die Währung? Schweizer Franken werden auch in Liechtenstein verwendet, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Und ein Euro ist ungefähr 1,02 Schweizer Franken und der Währungscode ist tatsächlich CHF. Richtig. Sehr gut. Wir haben hier viele Rettungsringe eingesetzt bekommen und wir sind noch über 7000. Für Frage Nummer 7 die letzte Frage, wo ihr eure Rettungsringe einsetzen könnt. Und die Aussage kommt hier. Christoph Kolumbus erreichte Amerika im 15. Jahrhundert. Ist das richtig oder falsch? Genau. Das erste Land, was er da erreichte, war eine Insel der Bahamas. Und das war tatsächlich in welchem Jahr? Oh, ich sehe das Jahr hier schon ganz häufig im Chat. Kann ja lesen, ne? Aus dem Chat, 1492. Genau, und das ist natürlich im 15. Jahrhundert gewesen, deswegen ist die Aussage richtig. Und das wussten 6146 von euch, sehr, sehr gut. Wir machen weiter mit Aussage Nummer 8. Ab jetzt gibt es keine Rettungsringe mehr. Insofern bin ich gespannt, wie ihr euch schlagt, aber ich bin ganz zuversichtlich. Sagt jemand, ich habe keine Rettungsringe, da musst du deine Freunde einladen mit uns. Genau, fleißig Freunde einladen, wenn wir nicht live sind. Für jede Person ein Rettungsring. Dolly Parton ist die Patentante von Taylor Swift. Ist das richtig oder falsch? Liebe Grüße an Gisela und Helga. Und der Hund bei Heidi. Und der Hund bei der Heidi. Genau, Dolly Parton ist tatsächlich die Patentante einer berühmten Sängerin, aber es ist Miley Cyrus und nicht Taylor Swift. Deswegen ist diese Aussage hier falsch. Über die Hälfte verloren. Nein. Oh Gott, und jetzt ohne Rettungsring. Fuck. Wir machen weiter mit den 3263 Leuten. Ja, ich meine, ist ja schwierig, ne? Die ist auch Patentante von einer berühmten Sängerin. Aussage Nummer 9, eine Geografie-Aussage. Die Hauptstadt Kasachstan heißt seit 2019 Astana. Ist das richtig oder falsch? Schreibt Rex Skyler, warum liest keiner meine Nachricht? Ich habe sie jetzt gelesen. Wir lesen sie. Manchmal ist es ein bisschen schnell. Tatsächlich hat diese Stadt relativ häufig den Namen geändert. Die hieß zum Beispiel bis 1998 Akmola, von 1998 bis 2019 Astana, aber seit 2019 nur Sultan. Deswegen ist die Aussage falsch. 50-50 hier. Ist ein 50-50 Quiz, aber wir verlieren hier gerade auch irgendwie pro Frage die Hälfte der Leute. Aussage Nummer 10, da haben wir ein Video für euch. Dieses Lied stammt aus den 2000ern. Ist das richtig oder falsch? Ja. Ich sehe schon ganz schön viele Aussagen, von wem dieses Lied ist. Möchtest du uns da mal einmal aufklären, wer singt das hier?
Red Hot Chili Peppers. Und welches Lied haben wir hier gehört? Californication. Genau, und das Lied kam zuerst raus auf dem Album Californication und das Album kam 1999 raus. Und deswegen ist diese Aussage aber erst auf dem Album zu hören, aus den 90ern. Wow, 519 Leute nur noch. Zwei Fragen gibt's noch. Aussage Nummer 11. Martin Luther King und Anne Frank sind im gleichen Jahr geboren. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Die Leute sagen, das ist gemein. Es tut mir sehr leid, aber es war ein bisschen gemein. Aussage Nummer 10 war ein bisschen gemein, muss ich sagen. Genau, man verbindet die beiden ja mit sehr unterschiedlichen geschichtlichen Ereignissen. Sind beide relativ jung gestorben. Martin Luther King 1968, Anne Frank 1945, aber beide 1929 geboren. Und deswegen ist diese Aussage richtig. 328 Leute gehen mit uns zu Frage Nummer 12, die letzte Frage. Rechtschreibequiz. Das finde ich auch cool. Grammatikquiz vielleicht mal. Das gefällt mir. Aussage Nummer 12. Mehr als 10 Personen haben den Mond betreten. Ist das richtig oder falsch? Genau, richtig. Ich kann euch dazu sagen, dass bisher alle Leute, die den Mond betreten haben, US-Amerikaner waren. Und das Ganze 1969 bis 1972 geschehen ist, also schon ganz schön lange her. Es leben nur noch 4 Leute, die auf dem Mond waren. Aber es gibt 12 Menschen, die den Mond betreten haben. Deswegen ist diese Aussage richtig. 181 GewinnerInnen haben wir hier. Wir gucken uns mal an, was es heute zu gewinnen gibt. 1,66 Euro, sehr, sehr gut. Und wen haben wir hier, der sich da glücklich schätzen kann? Wir haben Nico04, Markus JF, Flug311, Trishuna, Fliegerdirk 1962, Junimond 18, Megahörnchen, Hello Sascha, Don't Cry X3 und Heiße Schnitte 98. Herzlichen Glückwunsch an euch alle und wir freuen uns, dass ihr alle dabei wart. Vergiss nicht, schön, dass ihr dabei wart. Morgen und ein nationales Fußballquiz. Genau, tschüss ihr Lieben. Bis dann. Heute hat es aber sehr gehangen, fand ich, zwischendrin. Das war ja nicht so gut. Ja, stimmt, das mit der Patentante habe ich mit Miley Cyrus verwechselt. Ich würde sagen, die Frage kam auch schon mal. Die anderen Fragen hätte ich eigentlich beantworten können. Ja, schade. Eine Frage reicht und du bist gleich wieder draußen. Na gut. Gut, dann werden wir mal sehen, was morgen so los ist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare. Folgt mir auf Instagram. Und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal. Deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.